Hallo, willkommen im Internat der Esther Weber Schule. Wir freuen uns, Ihnen ein bisschen über unser Leben hier berichten zu dürfen. Und hier ist der Internatseingangsbereich, wo die Schülerinnen und Schüler immer Platz nehmen können. Und montags und freitags kommen wir hier an. Also montags kommen wir hier an, freitags werden wir hier abgeholt. Ja. Hallo, ich bin Jasmina Junge, 19 Jahre alt, jetzt seit 9 Jahren hier ins Internat der Esther Weber Schule. Anfangs war es für mich persönlich nicht ganz so schwer, ich hatte nur selten Heimweh. Aber wenn ich dann Heimweh hatte, konnte ich einfach Mama und Papa anrufen und meine Geschwister. Hab dann kurz mit denen gesprochen und dann ging es mir wieder gut. Aber wenn ich mal die Möglichkeit gerade nicht hatte, weil Mama zum Beispiel keine Zeit hatte zum Telefonieren, dann habe ich mich mit meinen Erzieher beschäftigt, mit meinen Mitschülern aus dem Internat was gemacht. Und dann wurde es auch ganz, ganz schnell wieder besser. Dann habe ich mich wieder richtig gut gefühlt und hatte dann eigentlich auch bald kein Heimweh mehr, weil ich mich richtig wohl dann gefühlt, hier gefühlt habe und gar keine Probleme mehr hatte. Wir haben hier auch an der Schule eine Sporthalle, die wir auch fürs Internat nutzen können. Neuerdings haben wir neue Rollstühle, die sind besser für den Sport geeignet. Hier können wir unter anderem auch Rollihockey spielen, Trampolin springen und Bogenschießen. Und dabei kann es auch mal so richtig, richtig krass zur Sache gehen. Das ist unsere Feuerrutsche, die benutzen wir im Notfall, um auch schneller nach A zu B zu kommen. Juhu! So. Also als Freizeitaktivität kann man hier ganz schön viel machen. Wir haben ein sehr großes Außengelände mit einem sehr schönen Spielplatz, einem Fußballplatz, wo auch Basketballkörbe sind oder auch eine Turnhalle, wo wir ein Airtramp haben, Trampoline, Rollstuhlhockey können wir dort spielen. Also ein Schwimmbad haben wir auch, das wir auch nutzen können. Oder wir haben Rollvize, das sind Fahrräder für Schüler, die schwerer beeinträchtigt sind, die werden dann dort reingesetzt und werden gefahren. Und dann machen wir auch mal Radtouren mit Erziehern und Schülern und auch den Schülern, die nicht selber fahren können eben. Also das hier ist das Labyrinth. Hier machen als gerne mal die Religionslehre. Also sie unterrichten uns im Fach Religion. Hier ist die Mauer von den verstorbenen Schülern. Denn wir sind an einer Körperbehindertenschule. Da ist es auch normal, dass halt mal Schüler sterben. Und das ist halt die Gedenkmauer für die verstorbenen Schüler. Die sind eigentlich schon seit Anfang an der Schule, werden hier jedes Mal, wenn ein Schüler halt stirbt, von derjenigen Klasse etwas gemacht, um an ihn weiter zu denken. So, wir leben ja alle gemeinsam in einer Wohngruppe. Es gibt ja 10 Gruppen bei uns im Internat und wenn man Lust hat, kann man natürlich auch die Schüler von anderen Gruppen besuchen, weil man halt seine Freunde nicht nur auf der Gruppe hat. Dann geht man einfach auf die Gruppe, sagt, hey, hast Bock was zu machen, dann macht man meistens was oder verabredet sich schon während der Schule für den Mittag. Und natürlich, wie es halt so ist, wenn man mit Menschen zusammenlebt,
hat man nicht nur Freunde, man versteht sich halt auch mal nicht so gut miteinander, aber das kommt eigentlich recht selten vor und man schlägt sich mal, verträgt sich, sage ich jetzt mal so. Hier gibt es auch noch eine Seilbahn. Da vorne gibt es sogar eine Wippe. Hier rechts sieht man eine Schaukel, wo wir als Schüler reinsetzen können, welche dann angeschnallt werden können, zum Beispiel für SMB-Schüler. Aber das Problem ist bei dieser Schaukel, da können nicht allzu schwere Schüler raufgehoben werden. Hier rechts ist die Rollstuhlschaukel. Dies ist für Rollstuhlfahrer und E-Rollifahrer, welche halt nicht aus dem Rollstuhl raus können. Dafür ist die Schaukel hier da. Also als Rollstuhlfahrer fühlt es sich ganz komisch an, denn das ist eine Situation, welche man so im normalen Leben nicht hat. Denn das fühlt sich so ein bisschen wie ein freier Fall an. Hier können wir auch Erdhockey spielen. Das macht auch sehr viel Spaß. Hast du Lust, eine Runde zu spielen? Ja. Komm, ja. Also bei uns auf der Gruppe hier kochen wir jeden Mittwoch. Heute sind wir beide an der Reihe und bei uns gibt es heute Penne mit rosa Soße. Und jetzt fange ich dann an, die Spülmaschine aufzuräumen und danach legen wir los. Also wir schneiden jetzt die Schinken in Wengen Würfel und für die Soße, also dazu müssen wir dann noch klein kurz Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, wenn in die Pfanne andünste. Beziehungsweise im Topf, dann kommt dann die Tomatensoße, Sahne und die Erbsen rein. Dann schneide ich die Zwiebeln zum anderen Stück. Es gibt noch einen wenig Geschmack in der Soße. Soll ich noch irgendjemand was schöpfen? Nee. Schöpfst denn du oder schöpfst du?